Heute im Teil 6 habe ich das Thema der Borkenkäfer und hier ganz besonders und speziell den Buchdrucker. Wenn man derzeit aufmerksam durch den Wald geht, sieht man an Bäumen oder an liegendem Holz, was gerade eingeschlagen wurde, häufig braunes Mehl. Das ist die Arbeit des Borkenkäfers. Hier ganz speziell der Buchdrucker. Er befördert mit seinen Zähnen das Sägemehl wieder aus dem Bohrloch heraus. Den Stamm, den ich hier betrachte, ist ungefähr seit 8 Stunden gefällt und liegt hier im Wald auf der Erde. Der Buchdruckerbefall auf diesem Stamm ist enorm. Hier reiht sich ein Bohrloch an das andere. In ganz Deutschland haben sich die Borkenkäfer in den Jahren 2018 und 2019 so stark vermehrt wie seit Jahrzehnten nicht. Gefährlich sind besonders der Buchdrucker und der Kupferstecher. Der Buchdrucker, um den es hier in diesem Beitrag geht, ist forstlich der wichtigste und auch der gefährlichste Schadorganismus. Er befällt den Stammbereich in mittelalten bis alten Fichtenbeständen. Ab 50 bis 60 Jahren schätzt man. Und er macht auch keinen Unterschied zwischen stehendem und liegendem Holz. Die Hochsaison der Borkenkäfer geht von April bis September. Das ist die Flugzeit. Buchdrucker und Kupferstecher schwärmen im Frühjahr bei Temperaturen ab 16,5 Grad und trockener Witterung aus. In der Regel ab Mitte April. Wie kann sich nun der stehende Baum gegen den Borkenkäferbefall wehren? Eine Möglichkeit ist es, an den Bohrlöchern Harz austreten zu lassen. Das kann der Baum natürlich nur dann machen, wenn er noch vital ist. Trockenperioden verringern die Abwehrkraft der Fichte zusätzlich, da zu wenig Wasser für die Harzproduktion zur Verfügung steht. Der Buchdrucker wählt seine Wirtsbäume nach bisher nicht vollständig geklärten Kriterien aus. Der Kupferstecher reagiert gezielt auf Duftsignale geschädigter Bäume. Sie signalisieren ihm eine Brutmöglichkeit. Ein Pionierkäfer bohrt sich in die Rinde ein und legt eine sogenannte Rammelkammer an. Danach sendet der nur wenige Millimeter große Schädling Pheromone zur Anlockung seiner Artgenossen aus. Eine Hochrechnung in Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass aus der Borkenkäferpopulation eines einzigen Baumes eine potenzielle Nachkommenschaft von 1,5 Milliarden Käfern im Folgejahr entstehen kann. Borkenkäfer sind sehr kälteresistent und überleben tiefste Frosttemperaturen. Sie überwintern als Käfer, Larve und Puppe unter der Rinde bzw. als Käfer im geschützten Bodenbereich. Borkenkäfer können ein Alter von bis zu 2 Jahren erreichen.